Dankeschön. Danke. Lieber Andy Scheuer, ich möchte Sie heute ehren als ein leuchtendes Vorbild unserer Politik. Ein Mann, bei dem sich Eleganz und Effektivität die Hände reichen. Grazil wie Ralf Möller in Schwanensee und treffsicher wie Jens Spahn bei der Fettnäpfchen-Arschbomben-Olympiade stolpern Sie derzeit stilvoll von einem Debakel zum nächsten. Beim lauwarm-lulligen Dieselkompromiss mit der Autoindustrie blieben Sie zwar stahlhart wie ein G36-Sturmgewehr in der Frühlingssonne, nur brachte es dem Verbraucher mal wieder gar nichts. Ja, außer ihrer Versicherung, dass man sich nach ihrer Schimpfe jetzt ganz dolle schämen würde in den Führungsetagen. Ja gut, im Beliebtheitsranking stehen Sie jetzt bei den Autofahrern nur noch unter E10-Benzin, Hämorrhoidenjucken und dem Tatort mit Ulrich Tukor. Aber zum Glück kamen da ja auch ganz plötzlich so um die 100 Lungenärzte als fröhliche Dieselmaskottchen um die Ecke marschiert, die sämtliche europäischen Grenzwerte für Stickoxide in Zweifel zogen und uns sagten: Hey, alles nicht so schlimm, vergesst Tempolimit und Fahrverbote und mit Vollgas im Rückwärtsgang Richtung Autolobby. Ja. Allen voran ein gewisser Dr. Köhler, der so ungefähr sagte, dass man selbst als 80-jähriger Nichtraucher nach Dauerbeatmung auf dem Mittelstreifen der Autobahn nicht mehr Stickoxide aufnehme als ein gewöhnlicher Raucher nach einer Handvoll Fluppen. Ja, gut. Also, alles bestens. Einmal trocken abhusten und Schwamm drüber. Hä? Blöd war allerdings, dass sich sein neuer Lungenspezi Dr. Lass-mal-gut-sein Köhler von der Ist-doch-nicht-so-schlimm-Universität in Alles-halb-so-wild mal eben locker um den Faktor 1000 verrechnet hatte. Ja, was so viel bedeutet wie: Nein, um auf die gleichen Werte zu kommen, muss man schon das Rothändle-Maskottchen gewesen sein und 50 Jahre in einer WG mit Helmut Schmidt gewohnt haben. Ja, ist halt blöd, wenn man sich gerade auf den einzigen Experten verlässt, der noch schlechter rechnen kann als Boris Becker. Gut, wir alle können verstehen, dass man die laut geäußerten Wünsche nach Klimaschutz und Gesundheit der Bürger nicht so gut hören kann, wenn man gerade so tief im Rektum der Autoindustrie steckt, dass gerade noch die Schuhsohlen rausschauen. Doch bevor man als angeblicher Verkehrsminister zum weichgespülten Scheuerlappen der Autolobby verkommt, sollte man vor dem nächsten Positionspapier vielleicht doch lieber noch mal ein paar wirklich seriöse Wissenschaftler zu Rate ziehen, wie zum Beispiel Dr. Snuggles, den Bergdoktor oder Hilly von AstroTV. Beenden wir also diese Laudatio mit einem kleinen Witz unter Medizinern. Was haben Andy Scheuer als Verkehrsminister und Feinstaub gemeinsam? Hm? Ja, niemand möchte glauben, dass er da ist, wo er ist. Oder kann verstehen, wie er da eigentlich hingekommen ist. Denn selbst den versiertesten Wissenschaftlern und Experten bleibt es ein Rätsel, wie man sich ohne Rückgrat derart weit fortbewegen kann. Dafür Respekt und herzlichen Glückwunsch, Andreas Scheuer.